Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe mal wieder ein blaues Getränk für euch. Und zwar Fruko, Blueberry und Lemon. Also bleibt dran. Ich mache mal ein bisschen Luft runter, obwohl mit der Zeit wird die Luft auch warm, wenn man steht. Blueberry und Lemon, ja. Mal so ganz generell an euch. Ich habe jetzt ein paar blaue Sachen getestet. Das hat aber nichts mit irgendeiner Gesinnung zu tun oder so. Ja. Und da stellt sich mir die Frage, darf man blaue Sachen reviewen? Zu Wahlzeiten? Darf man das? Ich meine, man könnte ja eine Kontaktschuld haben. Es könnte ja jetzt einer sagen, hier, der hat ein blaues Getränk und dann ist er der Ultra-AfD-Typ oder so. Ja, mag ja sein. Aber bin ich nicht. Ja? Meine Farbe ist eher, also was politisch angeht, ist eher gelb. Ja, meine Lieblingsfarbe ist grün. Politisches Grün. Aber politisch ist meine Farbe gelb. War schon immer. Außer ganz am Anfang, da habe ich, glaube ich, mal grün gewählt. Natürlich, jeder macht Fehler. Ist halt so. Na? Ja, Blueberry und Lemon. Na? Das ist so blau wie hier, ne, wie diese komische Partei, die ich nicht wähle, aber die trotzdem blau ist. Ne? Und ja, es ist richtig blau. Es ist so blau, dass man kaum erkennt, was da drin ist. Oh, verdammt. 42 Kilokalorien auf 100 und 10,1 Gramm Zucker hat dieses Baby. Den Becher kann ich mir in dem Fall schenken. Das ist wieder so ein durchsichtiges. Ich finde das eigentlich ziemlich nice. Wobei, hier haben wir alt, hier, wenn man das entsorgt, weil da ist Pfand drauf, haben wir hier Altfolie, dann haben wir hier Altplastik und wir haben hier Altaluminium. Ja. Ob das so unbedingt umweltbewusst ist, weiß ich nicht. Ob man diese Sachen so einfach trennen kann, dann ganz ehrlich, wenn ich Pfand abgebe, habe ich oft das Gefühl, das wird einfach nur zusammengepresst und weg. Ja, da wird nicht groß rumgemacht und getrennt oder so. Natürlich kann es sein, wo das hinkommt, dass es getrennt wird. Weiß ich jetzt nicht. Naja, ich hoffe es. Ja, also es sieht mega aus, schon mal Design kann man schon mal ganz klar sagen, 5 Sterne vom Design, ist sehr gut gemacht, es sieht fresh aus, es sieht sogar aus, als ob da ein bisschen Minze mit drin wäre. Blaubeeren, die sehen sehr gut aus, obwohl ich kein Blaubeer-Fan bin, die Lemon sieht gut aus, obwohl ich glaube eher, das sieht eher aus wie eine Zitrone. Ja gut, Lemon kann ja auch Zitrone heißen, ist halt so. So, machen wir auf. Und es riecht angenehm und es riecht irgendwie so, als ob da nicht so viel Zucker drin wäre, als draufsteht. 10,1 glaube ich, habe ich gesehen. Ja, ich würde sagen, Prost. Oh, hoppla. Ja, es ist erfrischend und ich glaube sogar, es ist Minze drin. Aber für mich ist es eine Spur zu sauer. Ja, eine Spur zu zitronenlastig ist es für mich. Ja, es hat sowas Zitronensäure-ähnliches. Also, es schmeckt gut, es schmeckt nach Blaubeere, jawohl, ja. Es schmeckt auch ein bisschen nach Minze, eine ganz feine Minznote hat es. Aber es ist, ich finde es ein bisschen sauer. Aber es ist äußerst angenehm zu trinken. Es ist erfrischend, es zischt gut rein und durch und also das kann ich bedenkenlos weiterempfehlen, wobei das keine Werbung natürlich ist. Wenn was nicht so gut ist, dann sage ich das in dem Fall, das ist jetzt nicht ganz so
so gut. Also es kriegt von mir 3 von 5 mögliche Sterne. Ich hätte gern mehr Sterne gegeben, aber irgendwie irgendwas knirscht bei mir in den Zähnen, wenn ich das trinke. Kohlensäure ist auch drin im Übrigen. Würde ich sagen, 3 Sterne. Sinngerechtfertigt, wie gesagt, ist keine Werbung. Ist meine eigene Meinung nur, weil ich kaufe mir das selber. Ich würde sagen, jetzt seid ihr wieder in der Reihe. Kennt ihr das? Mögt ihr überhaupt Blaubeere? Ich meine, ich bin ja nicht der größte Blaubeer-Fan. Aber Blaubeer und Kokos finde ich eine passende Sache. Das würde ich mal feiern. Blaubeer und Kokos hier in so einem durchsichtigen Ding. Das würde ich mega feiern. Ich würde sagen, lasst ein kleines Like da für mehr Videos. Lasst einen Kommentar da. Lasst mir ein Like da. Schaut meine Videos unten runter. Und da bin ich schon glücklich. Und ich bin ja so sehr glücklich mit euch. Ja. Jetzt haben wir bald 2500 Abonnenten. Läuft bei uns, würde ich sagen. Läuft. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Gute Fahrt, Jungs und Mädels. Und tschüss.